kleine Ergänzung noch von dem vermissten Suchgraben am Karl-Jelling-Hausweg. Das ist schon nah an der Klutert. Ich bin also durch das Tal der Ennepe über Goldberg und Riegerberg jetzt auf der Egge Richtung Kestertal unterwegs gewesen und habe den seit längeren vermissten sozusagen Suchgraben gefunden. Ich bin jetzt am oberen Ende. Ist also gut 10 Meter lang und endet nur wenige Meter oberhalb des besagten Weges, wo vor kurzem erst Holz geerntet wurde. Und wenn ich mich umdrehe, dieser Pfosten her, also Baumrest, markiert sozusagen das obere Ende, sehe ich über mir noch genau 1 bis 2 Halden. Also es sind wohl 2 Hügel, rechts noch eine flache. Kann man recht gut sehen. Das Gestrüpp ist ja fast weg. Und links sieht man da im Hintergrund eine Art Terrassenkante. Da weiß ich nicht, ob das ein Weg ist. Das habe ich jetzt nicht auf meinem Plan. Hier sieht man ungefähr noch, wie steil das Gelände ist. Also schon beachtlich. Und ich bin jetzt also in dem Bereich, wo der Weg Karl-Jelling-Hausweg knickt. Linke Hand nicht zu sehen. Und der untere Knick folgt dann noch etwas später. Hier befinden sich auch Hohlwege, das habe ich alles schon mal gefilmt. Jetzt gehe ich mal den Graben wieder runter. Schön weich hier. Wirkt wie ein Spitzgraben. Wonach man gegraben hat, lässt sich unter Umständen an den Steinen noch erkennen. Das ist ziemlich schwer. Aber grau. Einige Rostflecken, aber unbedeutend. Hier hatte ich eben schon einen gesehen. Der ist flacher. Unterseite jetzt teilweise noch nass, deshalb dunkel. Aber stärker Rostfarben an der Seite. Also ich vermute mal, dass man hier nach Eisen geschürft hat. Nach Eisenerz, nach rostigen Gestein sozusagen. Was anderes ist mir hier im Grunde noch nicht begegnet. Ah ja, im Hintergrund sehe ich Autos auf dem Parkplatz. Dürfte das sein, der zum Kleingartenverein Klutert gehört. Also genau hier oberhalb davon befindet sich der gesuchte Suchgraben. Abschließend nochmal einen Blick hinein ins gar nicht so große Vergnügen. Mit linker Hand in der Mitte und rechts kleinen halben Wölbungen, denen ich jetzt aber nicht mehr nachgehe. Das Stück Suchgraben war das letzte, was ich hier noch dokumentieren wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss.